Hallo und herzlich willkommen zu den Wien-TV-Nachrichten. Ich bin Carrie. Und ich bin der Daniel. In Köln fand am 26.10. einer der größten Nazi-Aufmärsche der letzten Zeit statt. Es sollen sich auch österreichische Rapid- und FAK-Fans unter die Rechtsextremen gemischt haben. Kurz vor Beginn der Demonstration verkündete die Hooligan gegen Salafisten-Gruppe via Facebook, dass sie sich zurückziehen und auch keinerlei Unterstützung für den angekündigten Aufmarsch in Hamburg leisten werden. In der Nussdorfer Straße 41 eröffnete Anfang Oktober ein weiteres Suchthilfezentrum in Wien. Gegen diese Hilfseinrichtung bringen jedoch Anrainerinnen eine Sammelklage ein. Der Standort des Zentrums sei unüberlegt und zu nah an Schulen und Kindergärten. Rot-grüne Gemeinderätinnen verteidigen das Projekt und betonen die Notwendigkeit, Suchtkranke zu integrieren und nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Die FPÖ wie auch die ÖVP sind gegen die Einrichtung. Auch mit Sachbeschädigungen hat das Zentrum zu kämpfen. Die Fassade wurde unter anderem mit faschistischen Parolen beschmiert. In der auch unter unseren Zuseherinnen populären Facebook-Gruppe Wien Vegan kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu rassistischen und sexistischen Äußerungen. Der Moderator reagierte jedoch nicht mit dem Ausschluss der Täterinnen, er schloss Mitglieder aus, die versuchten dagegen anzukämpfen. Wir appellieren trotzdem an euch, auch in sozialen Medien Rassismen und Sexismen nicht unkommentiert stehen zu lassen. Hetzerische Kommentare auf der Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache sind keine Neuigkeit. Die Initiative Heimat ohne Hass hat nun aber herausgefunden, dass diese aber keinesfalls sofort gelöscht werden, wie immer behauptet wird. Sie sind häufig lediglich ausgeblendet, was zur Folge hat, dass alle mit der oder dem Kommentatoren befreundeten einschlägige Kommentare weiterhin sehen können. Strache ließ verlautbaren, dies geschehe aus Gründen der Dokumentation. Seit Jahrzehnten versammeln sich jeden Mittwoch uniformierte, couleurtragende Burschenschafter auf der Rampe der Uni Wien oder im Arkadenhof beim Siegfriedskopf. Dieser wurde einst von einer bekannten antisemitischen und antidemokratischen Vereinigung der deutschen Studentenschaft aufgestellt und später von der Uni Wien mit einem historischen Begleittext versehen. Seit Jahren kommt es immer wieder zu antifaschistischen Protestaktionen beim Mittwochsbummel. Die ÖH will nun das Tragen von Couleur generell verbieten, was nicht nur den Burschenschaftern, sondern auch dem Rektorat und dem Verfassungsexperten sauer aufstößt. Nach mehreren erfolgreichen Blockaden des Zugangs zum Arkadenhof in den vergangenen Wochen wurden die Burschenschafter letzten Mittwoch von der Polizei durch den Hintereingang in den Arkadenhof eskortiert. Am Sonntag, den 2. November, wurde im ehemaligen Konzentrationslager und heutiger Gedenkstätte Dachau die Tür mit dem Spruch »Arbeit macht frei« gestohlen. Bisher sind die Täterinnen und das Motiv unbekannt. 2009 wurde derselbe Schriftzug bereits in Auschwitz gestohlen, tauchte jedoch nach wenigen Tagen wieder auf. Die Polizei in Sachsen fahndet derzeit nach den Gründern und Redelsführern einer kriminellen Vereinigung. Zwei Brüder sollen demnach die Betreiber und Gründer der Plattform Kinox.to sein. Nachdem die Wohnhäuser der beiden von Spezialkräften gestürmt und die Beschuldigten nicht angetroffen wurden, stellten die Behörden nun einen internationalen Haftbefehl aus. Dieser sagt über die Geschwister, sie seien gewaltbereit und womöglich bewaffnet. Damit hat das Ausmaß der Offensive gegen Online-Kriminalität einen neuen Höhepunkt erreicht. Für mehr Freiräume und Möglichkeiten zu alternativen Lebensformen tanzten vergangenes Halloween mehrere hundert Menschen auf der Straße. Zum zweiten Mal fand in Wien die Nachttanzdemo statt. Auf der Route vom Praterstern zum Karlsplatz wurde von 16 bis 22 Uhr auf restriktive Gesetze für Partyveranstalterinnen und Clubbetreiberinnen hingewiesen. Wegen Windpinkeln kam es zu einer gewaltsamen, vorübergehenden Festnahme am Karlsplatz. Um die Wachstube sammelten sich unverzüglich Menschen zu einer spontanen Solidaritätskundgebung. Mehrmals jährlich kommt es in Wiener Industriegebieten zu großen Raves, bei denen Techno-Soundsysteme über Nacht Leerstände zum Leben erwecken. So auch zu vergangenem Freitag, wo unabhängig von der Nachttanzdemo über 1000 Raverinnen in ein leerstehendes Warenlager pilgerten und zu ohrenbetäubenden Bässen bis weit in den Vormittag hinein feierten. Die Polizei bemerkte die illegale Veranstaltung im unbewohnten Industriegebiet nicht. Es gibt keine bekannten Zwischenfälle. Trotz Deserteursdenkmal am Ballhausplatz
ist es nicht erwünscht, das Gedenken auf den Heldinnenplatz zu tragen. Schon gar nicht am Nationalfeiertag. Aber seht selbst. Am 24. Oktober wird das Deserteursdenkmal am Ballersplatz enthüllt. Zwei Tage später mit dem Bundesheer der Staatsfeiertag zelebriert. Während also am Heldenplatz das Bundesheer aufmarschiert und die Truppe des Jägerkommandos martialische Rituale abhält, wird ein Transparent entrollt, das denselben Zweck hat wie das eben erst enthüllte Denkmal, nämlich die Erinnerung an die von der Wehrmacht ermordeten Deserteure. Allerdings werden solche Anliegen von der Wiener Polizei immer sofort streng geahndet. Sie stören eine angemeldete Veranstaltung. Ich muss dahin. Schauen Sie, ich diskutiere nicht mit Ihnen. Sie zeigen mir jetzt einen Ausweis sofort. Mit welcher Begründung? Weil Sie die Veranstaltung gestört haben. Oder Sie sind recht genommen. Ich habe eine Verwaltungsvertretung begangen. Also Veranstaltungsvertretung. Sie gerade diskutieren mit Ihnen. Sie kennen das schon sehr leicht genommen. Keine Chance zu verantworten, Sie stören die Amtshandlung. Das ist ein Definitiv. Sie mich beteiligt oder nicht? Das ist ganz einfach. Da ist mir zum Mittag angezeigt. Nein, nicht ganz, das eine ist größer. Wo kommen Sie genau her? Wir sind in Villach stationiert, aber kommen aus Klagenfurt. Das ist natürlich schlimm, ja, für Klagenfurt. Ja, aber Mich wundert es nicht, sage ich jetzt einmal, in diesem Land, in dem noch immer gefeiert wird, dass man mit Waffen etwas verteidigt. Und wir sehen momentan auf der ganzen Welt, dass Waffen ganz sicher nicht die richtige Form des Verteidigens sind. Ich sage dazu, dass es erschreckend ist, wie kurzsichtig ganz viele noch sind und welche Feindbilder noch immer dargestellt werden für Menschen, die längst keine Feindbilder mehr sein dürfen. Ja, ich habe sie als feindlich und bedrohlich erlebt. Mir ist unbewaffneter Frau gegenüber sehr nahe zu treten mit Uniform und Waffengewalt. Ist was sehr Unerfreuliches. Naja, was ist passiert? Wir haben unsere transparent gezeigt bei der Vorführung des Jagdkommandos, wo uns gezeigt werden sollte, was für tolle, klasse Burschen wir doch haben. Und dann sind zwei, ein paar andere klasse Burschen auf uns zugestürmt, so 2 Meter Prügel Alarmabteilung. Und haben gemeint, sie können jetzt dieses Transparent einfach wegschnappen. Es ist wichtig, dieses Denkmal steht hier und zeigt ganz deutlich, gerade auch am heutigen Tag, wo da drüben das Militär seine Waffen zeigt, dass hier am viel wichtigeren Platz, nämlich dort, wo die politischen Entscheidungen passieren, im Bundeskanzleramt und Präsidentschaft, dass hier dieses Deserteursdenkmal steht. Heutige Deserteure hätten Glück, denn selbst für die Militärmusik ist kein Geld mehr da. Kein anderes Datum hätte besser passen können als das des Nationalfeiertags. Die Partei präsentierte 2004 in Deutschland ihr entstandenes Konzept. Und nun kamen sie damit auch nach Österreich. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen in der Zweiten Republik, die mit dem heutigen Datum endlich im 21. Jahrhundert angekommen ist, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Republik 2.0 sozusagen. Ich habe heute die besondere Ehre, die Grußworte an euch zu richten und um vorweg nicht für mögliche Missverständnisse zu sorgen, nein, ich bin nicht der zukünftige Vorsitzende der Partei. Wir dachten nur, dass nach dem 11. September ein Gesicht wie meins medial für am meisten Aufmerksamkeit sorgen würde. Schon einmal wurde erfolgreich unter großem Jubel deutsche Politik nach Österreich importiert. Und wir hoffen und vertrauen darauf, dass die Österreicher und Österreicherinnen auch im Jahr 2014 sich schwer tun damit, aus der Geschichte zu lernen und hoffen. Und hoffen, dass auch diesmal die Partei in Österreich mit tosendem Applaus
willkommen geheißen wird. Vielen Dank. Erstmal nochmal zur Größe des Saals, natürlich bewusst ausgewählt. Wir wissen, es stehen noch 30 bis 400 Menschen draußen. Es ist einfach für die Presse viel toller, wenn man einen großen Saal so voll bekommt wie hier. Deswegen dachten wir, wir gehen jetzt nicht ins Gasometer oder ins Stadion, falls ihr eins hat. Das für uns ist das ganz gut. Es müssen erdrückende Bilder sein und ihr müsst das auch spüren, dass das ein denkwürdiger Tag ist. Ihr müsst den Schweiß der Parteigründung mit nach Hause tragen und dort, also man muss die Partei riechen, wenn sie nach Hause kommen. Es gibt ja einige große Österreicher, Peter hat da sicherlich jemanden im Sinn gehabt. Es gibt aber auch noch Fritzl zum Beispiel, das EM-Maskottchen, oder die erste Frau auf einem Fahrrad, Bertha von Suttner, hat dafür sogar einen Nobelpreis bekommen. Auch sehr schön. Es freut mich ganz besonders, heute hier an dem historischen Tag hier zu sein. In meiner Funktion als erste Vorsitzende der Burschenschaft der Partei, denn wie sich's für eine schwierige und korrupte Organisation wie der unseren gehört, sorgen wir auch mit Herzblut und Herzblut für unseren politischen Nachwuchs. Und wir wollen nicht irgendeinen politischen Nachwuchs, nein, wir wollen einen schmierigen und korrupten Nachwuchs. Wir wollen den schmierigsten Filz heranziehen, den dieses Land je gesehen hat. Und dazu haben wir gerade am letzten Bundesparteitag eine Burschenschaft gegründet. Das wird Sie in Österreich hier vielleicht noch mehr interessieren als in Deutschland. Das wird hoffentlich ein Exportschlager. Wir haben eine Burschenschaft neuen Typs. Das ist eine Bürschenschaft. Eine Verbindung, die Regenbogenfarben trägt. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett sind unsere Farben. Wir sind eine pflichtkissenschlagende Verbindung. Eine Bürschenschaft, die Würstchen macht, mit dem Motto, auch ein pinker Pudel gehört zum Rudel. Europa kann funktionieren, wenn es von der Partei gemacht wird, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Warum Österreich? Warum Österreich? Ich wage zu sagen, die Vorsehung selbst hat uns Österreich in die Hände gespielt. Mit Österreich nämlich fing es an, mit Österreich fing alles an. Mit Jörg Haider, mit der FPÖ. Damals, als die FPÖ Ende der 90er zu immer größeren Höhen gelangte, machten sich die Deutschen Sorgen, ob es eine solche rücksichtslos populistische Partei auch in Deutschland geben kann. Und die Geschichte hat gezeigt, die Sorgen waren berechtigt. Denn in die Lücke sprang die Partei. Unser herrlicher Gründer, Professor Bernhard Sonneborn, sah die Chance und gründete eine Partei, die dem Wähler gnadenlos nach dem Mund redet, die ihre niedersten Instinkte befriedigt und sich dabei rücksichtslos aus den Fleischtöpfen bedient. Ohne Österreich und seine über Jahrzehnte gewachsene Korruptionskultur gäbe es heute keine Partei. Wir haben Saalschutz vorbereitet, der wartet da draußen. Und der Lautsprecher, heb mal deine Hand. Das möchte ich zu bedenken. Er wird Blickkontakt aufnehmen zu Ihnen, falls Sie jetzt nicht die Hand heben. Wer möchte diesem Vorstand bedingungslos folgen? Wer möchte diesem neuen Vorstand auf den Weg zur Macht begleiten, egal was es kostet und wie lange es dauert wird? Wer möchte von diesen Herren und Frauen regiert werden? Meine Damen und Herren, heben Sie jetzt die Hand! Das sind alle. Wir haben eine einstimmige Mehrheit von 105%, meine Damen und Herren. Bravo, bitte stehen Sie auf. Bitte applaudieren Sie. Der neu gewählte Vorstand, Sie werden ab jetzt regiert von diesen jungen Menschen, die für Sie von Ihnen aus vor den Fotografen stehen, von dieser Wand aus Pressevertretern. Die Partei ist jetzt in Österreich, gestartet. Ihr seht euch als die deutsche Antwort auf Adolf Hitler. Glaubt ihr, kommt das gut an in Österreich? Das ist mir scheißegal eigentlich, weil ich stehe da ziemlich blöd rum, weil Wien TV wollte, dass noch eine Frau mit mir im Bild ist. Ihr solltet eigentlich wissen, wir haben ja drei Frauen im Bundesvorstand, die sind aber nur da zur Zierde. Das Arbeiten mit Frauen ist ein bisschen langsamer, aber dafür kostet es auch weniger Geld. Ich glaube, die Hintnerjugend wird eine gute Alternative zum maroden österreichischen Bildungssystem, denn die Hintnerjugend stärkt Körper und Geist der Jugend. Ich glaube, damit werden wir viel erreichen. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Die
Partei, die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleibe dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Geist wächst von Stalin geschweißt, die Partei. Sie hat uns niemals geschmeichelt, sank uns im Kampfe auch mal der Mut, hat sie uns langs nur gestreichelt, sagt nicht und gleich war uns gut. Zählt denn noch Schmerz und Beschwerde, wenn uns das Gute gelingt? Wenn an den Ernsten der Erde Freiheit und Frieden erzwingt. Am 25. Oktober veranstalteten die Moscheen einen Tag der offenen Tür. Wir haben die Gelegenheit genutzt und ein paar Fragen gestellt. Hallo, wir sind hier von Wien TV jetzt in der größten Moschee, heute am Tag der offenen Moschee, die größte Moschee von Wien. Und ich spreche mit dem Herrn Ramazan Demir. Worum geht es im Tag der offenen Moschee? Was ist quasi das Anliegen? Warum machen Sie das? Österreich ist ein Land verschiedener Religionen und Kulturen. Diese Multireligiosität bringt einerseits Vielfalt mit sich, andererseits jedoch auch birgt es viele Missverständnisse, Probleme in sich, die zu Problemen innerhalb der Gesellschaft führen können. Und es gibt leider heutzutage viele Österreicher, die Angst haben vor dem Islam aufgrund der jetzigen Lage, jetzt zum Beispiel diese IS-Leute. Und gerade hier ist es wichtig, aufzuklären, zu informieren, die Begegnung zu fördern. Und deswegen gibt es den Tag der offenen Moschee, wo einfach die Österreicher Zeit haben, quasi den ganzen Tag uns zu besuchen, nicht über die Muslime zu reden, sondern mit den Muslimen zu reden. Und genau das ist der Schlüssel für die Integration. Integration ist ein beidseitiger Prozess. Ich mache Schritte, ich öffne die Türen auf und ich wünsche mir natürlich, dass auch die Österreicher quasi herkommen, uns kennenlernen, mit uns reden. Und nur durchs Kennenlernen schaffen wir das für die Zukunft. Man hat auch, also der Islam hat auch sehr schlechte Presse derzeit aufgrund der ISIS. Und letztens war ein Artikel in der Presse, wo ganz wilde Unterstellungen sind, unter anderem auch, der Islam wäre von Grund her antisemitisch. Ja? Also quasi die Feindschaft zum Judentum wäre quasi Teil der Religion. Was sagen Sie dazu? Das ist leider der größte Schwachsinn und ich weiß, wovon Sie sprechen, von dem Presseartikel von irgendeinem Theologen, ja? Der hat definitiv etwas falsch verstanden, falsch gelesen, hat seine Aufgabe nicht gut gemacht. Denn wenn es so wäre, dann hätten wir Muslime im Jahre 1492 nicht 250.000 Juden gerettet in Andalusien. Hätten wir nicht friedlich auch in der Vergangenheit gelebt mit Juden und heute auch, Gott sei Dank. Die Mainstream-Muslime, die Mehrheit der Muslime lebt friedlich mit Juden, mit Christen zusammen. Aber es gibt immer wieder einige Trottel. Und wegen diesen einigen Trotteln, die dann auch wirklich in den Medien erscheinen, wird es dann so handgehabt, dass die Leute denken, alle Muslime sind so. Es ist es nicht, wirklich. Also im Koran steht, ihr Kinder Adams und Evas. Wir sind alle Kinder Adams und Evas, wir sind alle Geschwister. Und wie kann ich meinen Nachbarn, meinen Geschwister quasi, etwas Schlimmes antun? Und sowohl Antisemitismus als auch Islamfeindlichkeit gehören abgeschafft in ganz Österreich. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel Chef von der Türkei, der Regierungschef Erdogan, so Sprüche sagt wie von wegen Israel wäre schlimmer als Hitler und Also das ist natürlich grausam, wenn ich sowas höre. Ich musste überprüfen, ob er das überhaupt so gesagt hat, weiß ich nicht. Aber wenn er sowas sagt, dann ist das natürlich grausam. Und ich bin selbst in Plattform für interreligiöse Begegnungen. Ich führe Dialog mit Juden, mit Christen und das ist super so. Und das werde ich auch beibehalten. Nicht nur, weil irgendein Politiker irgendetwas Schlimmes gesagt hat. Das wird mich nicht beeinflussen. Warum? Ich kenne den Koran. Ich weiß ganz genau, dass der Koran Frieden ist. Und deswegen werde ich meinen Kurs beibehalten. Der Islam hat ja, also wir sind heute am Tag der offenen Moschee hier und ich habe ein paar Fragen, weil der Islam hat irgendwie sehr schlechte Presse in letzter Zeit, vor allem eben durch das, was in Syrien und im Irak passiert. Wie erleben Sie das? Hat sich das wirklich verändert, der Bericht über den Islam oder die Ansicht der Österreicher?
Ja, leider, es hat sich einiges verändert. Also ich persönlich habe auch einiges erfahren, jetzt seitdem die Medien jetzt mehr darüber berichten. Aber wir sehen es natürlich auch, dass die Frau zum Beispiel im Reunmannplatz, die 84er Frau, geschlagen worden sind oder in der U-Bahn, eine Religionslehrerin. Es hat sich eben schlecht verändert, leider. Und die Medien nutzen das auch irgendwie aus, meiner Meinung nach. Und was wir machen könnten, ist eben solche Organisationen, also zu organisieren, solche Tage der offenen Tür zu organisieren, wo wir den Menschen eigentlich ein bisschen mehr über den Islam erzählen können, was eigentlich jetzt wirklich Islam ist und nicht einfach daran zu glauben, was man jeden Tag in der Zeitung liest, sondern alles einfach zu hinterfragen und kritisch zu denken. Das gilt auch für mich natürlich genauso wie für alle anderen. Aber warum könnte das für die Medien interessant sein, quasi den Islam irgendwie als in schlechte Licht zu rücken? Islam vielleicht nicht direkt, halt, also es ist für Medien einfach gut, Angst zu steuern. Sie funktionieren auch irgendwie dermaßen, dass sie Angst steuern, Angst für die Menschen, einfach sagen so, da ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr, und dadurch halt verkaufen sie ihre Zeitungen mehr, oder ich weiß nicht, was genau das Ziel ist, aber also was ich gehört habe und weiß, dass sie einfach durch Angst eigentlich verdienen. Ja. Eine Unterstellung, die sehr häufig ist, ist, dass der Islam von der Religion her an sich antisemitisch wäre, also quasi ein Problem hätte mit dem Judentum und das quasi das unvereinbar ist und der Islam quasi mit dem Judentum nicht zurande kommt und das quasi ein unauflösbarer Konflikt ist. Also ich hätte das nicht gesagt, aber das hat vielleicht mit der Geschichte zu tun, also siehe Israel und Gaza und Palästina, vielleicht deswegen. Aber also an sich, also dass der Islam jetzt einfach an sich antisemitisch oder antichristlich oder so ist, hätte ich nicht gesagt, nein. Der Datenforensiker und Polizist Uwe Seiler war mal wieder in Wien. Wir haben mit ihm gesprochen. Ich stehe da für Wien TV mit dem Uwe Seiler, Polizist, Datenforensiker und Kämpfer gegen rechte Strömungen in Österreich. Es wird gesellschaftlich immer akzeptabler, gerade im Internet, rechtsextreme Äußerungen von sich zu geben. Es gibt immer mehr Postings auf Facebook, die teilweise ins strafrechtlich Relevante gehen. Hast du die Beobachtung auch angestellt? Also das muss ich sagen, dem kann ich nur zustimmen. Die Sache ist die, dass also seit circa heurigen Jahres es ganz massiv zugenommen hat, die Hass- und Hass-Postings. Und aus meiner Sicht gesehen ist das auch gesteuert, wiederum von einer einzigen Partei, die die Immunität bzw. die Sicherheit des Parlaments hat, die Sicherheit auch im Rahmen der Demokratie hat, weil sie redlich durch Wahlen erworben hat. Aber es sind genau das diese Methoden, so, dass man nicht schaut, dass man die ärmeren Leute oder die Leute, die das Denkvermögen in dem Sinn, dass sie globalisierend denken können, dass man das fördert, das ist ganz im Gegenteil. Es wird die Würde der Menschen, derjenigen, die so anders denken, die werden ausgegrenzt, das werden die politischen Mitbewerber an den Rand gedrängt und man bedient sich da Methoden, indem man sie vor den Vorhang führt, indem man sie öffentlich basht, indem man sie ganz öffentlich erniedrigt und entwürdigt. Und das wird ganz, ganz gravierend, nimmt das zu. Früher waren es noch Leute, haben die Leute gerade im Internet noch Nicknames verwendet. Heute ist ganz eine große Zunahme von Leuten, die Klarnamen verwenden. Also die kann man relativ schnell ausforschen. Wieso trauen sich das die Leute? Also die Leute, muss ich sagen, die haben irgendwo bekommen die ein Sicherheitsgefühl. Sie fühlen sich eingebettet in die große Partei der FPÖ, sie fühlen sich eingebettet und gehalten von einem sogenannten Führer. Also der Führer, der HC Strache oder was ich, Gutenus oder wie sie heißen, der baut sich vor denen auf, vertraut mir, ich helfe euch, ich sichere euch das Ganze, und in diesem Vertrauensumfeld, welches da aufgebaut wird, rotzen die Leute dann also wirklich in den schlimmsten Ausmaßes bis hin zu Holocaust und Hetze und Verhetzung und Vernichtung, insbesondere wenn man muslimischen Glaubens ist, raus und denken sich da überhaupt nichts mehr dabei. Sie denken, wenn sie dann vor Gericht stehen, man
die Anzeigen vermehren sich ja deutlich. Und wenn sie dann vor Gericht stehen, habe ich dann schon erlebt, weil ich als Zeuge ja geladen werde oft, dass sie dann Rotz und Wasser halten, weil sie dann komplett alleine dastehen. Diese Leute, die also wirklich mit ihrem Klarnamen, mit ihrer eigenen Person, mit vollem Inhalt andere vernichten und fertig machen wollen, werden, wenn sie sich verantworten müssen, alleine gelassen. Und das kapieren sie aber erst wenig später. Das kapieren sie erst Monate später. Es fängt an, dass man also mal demokratisch gewählt wird. Die Demokratie kann sich ja selber zerstören durch Wahlen. Es fängt an, dass man so sagt, ihr seid Ausgegrenzte, wir holen euch wieder ins Boot zurück, wir werden uns für euch einsetzen. Und es geht dann weiter, dass man also ein Geschrei anfängt. Also dort, wo am lautesten geschrien wird, dort sind die Leute, dort rennt alles hin. Das ist am Marktplatz so gewesen. Das war immer schon so. Ungeachtet dessen, was denn da eigentlich gesagt wird. Und diejenigen, die vernünftig denken und so weiter, sind nicht die Schreier. Also man bereitet den Markt auf mit Schreien. Man bereitet den Markt auf mit Herabwürdigung. Und man dringt dann immer mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein, vor allem auch mit Worten in die Gesellschaft hinein, die dann plötzlich kein Problem mehr darstellen, was vor 10 Jahren noch ein Problem war, stellt jetzt plötzlich kein Problem mehr dar. Man gewöhnt sich daran. So wird der Markt, so wird die Gesellschaft aufbereitet. Ist das eigentlich ein österreichisches Phänomen? Das ist nicht rein ein österreichisches Phänomen. Dieses Phänomen kennen wir. Das ist schon in den 38 Jahren oder vorher, 33 und so weiter, begonnen worden. Das sind also Phänomene, die von vor allem nationalsozialistischen, faschistischen Organisationen, Parteien oder Gruppierungen gemacht werden. Und diesem Phänomen, das einfach direkt in die Psyche des Einzelnen sofort hineindringt, dem bedient man sich ganz klar und ausgereift. In Wien hat jetzt ein Bezirksrat die FPÖ verlassen, weil er der FPÖ vorwirft, die Partei der Burschenschaftler zu sein. Stimmst du dem zu? Das ist absolut richtig, muss ich sagen. Die FPÖ ist eine Partei der Burschenschaftler. Das hat seinerzeit wieder wie Haider in Innsbruck zum Obmann gekürt worden ist, auch relativ früh erkannt und hat also die Burschenschaft an den Rand gedrängt. Dadurch sind die sogenannten Bubel an die Macht, an die Schnittstellen gekommen. Nach dem Tod von Haider bzw. nach der Spaltung hat man sich in der FPÖ gesagt, das kommt nicht wieder vor von außen. Das ist Quereinsteiger in der FPÖ-Positionen einnehmen. Wir lassen uns das mit Sicherheit nicht mehr nehmen. Und die ganzen Schnittstellen und alle wichtigen Positionen und absolut wichtigsten Positionen, von denen wir als Außenstehender in der Gesellschaft gar nicht so tief hineinsinken, sind von Burschenschaftern, von nationalen Burschenschaftern, sind von schlagenden Burschenschaftern besetzt. Absolut richtig. Und der HC Strache ist nichts anderes als ein Spielball, ein sogenanntes Testimonial, der sich nach außen hin zeigen muss und damit Wählerstimmen fängt. Also die FPÖ selber wird nicht gewählt, sondern es wird der HC Strache gewählt, aber die Ernte, die der HC Strache einfährt, die kassieren die Burschenschaften. Und das ist das Brutale an dieser Partei. Eine letzte Frage noch an dich. Du warst 18 Monate lang suspendiert. Über dich gibt es an vielen, vielen Stellen und nicht nur auf rechtsextremen Internetseiten die übelsten Aussagen. Hast du jemals daran gedacht, aufzugeben? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe mir das ja nicht freiwillig ausgesucht, dass ich vor den Vorhang gezerrt wurde. Das ist ja wiederum von der FPÖ ausgegangen, die also hier den größten Spitzelskandal der Zweiten Republik erfunden haben. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man taucht unter und es bleibt etwas hängen an einem, oder man sagt, man startet durch und sagt, man geht in die Offensive und verteidigt sich. Dass die Verteidigungslinie und so weiter so lange dauert, dass das also über viele Jahre geht, das war mir nicht bewusst, aber ich habe schon einmal gesagt, okay, das muss man auch mental aushalten, aber mittlerweile habe ich mich also ganz gut aufgestellt und bin noch ganz sehr gut vernetzt, sodass ich also von der gesamten Last nicht ich alles alleine tragen muss. So wie es jetzt im Augenblick ausschaut, habe ich genügend Kraft und werde sicherlich noch einige Jahre weiterwirken. 19 Tage lang stand am Karlsplatz die Modellstadt Hypotopia. Am Donnerstag wurde sie abgebaut und zum Parlament getragen. Wir waren mit dabei. 19 Milliarden Euro soll der Skandal um die Hypoalpe Adria den österreichischen Fiskus kosten. Da sich unter 19 Milliarden Euro keiner etwas vorstellen kann, haben Studierende der TU Wien Hypotopia realisiert.
Hypotopia war eine begehbare Modellstadt am Karlsplatz. Eine Stadt, die um 19 Milliarden Euro gebaut werden könnte. Eine Stadt, die 100.000 Menschen klimaneutralen Wohnraum bieten könnte. Nach 19 Tagen nahmen es die Wienerinnen und Wiener in die Hand, die Stadt zum Parlament zu bringen. Dort wurden 500 Tonnen Beton symbolisch in Containern versenkt. Wir haben jetzt 1,6 Kilometer zurückgelegt. Das ist ziemlich eine weite Strecke. Wir sind alle da. Ich glaube, den meisten oder ich hoffe, jedem ist jetzt bewusst, was wir lassen wir wirklich tragen. Wir tragen nicht eine Betonkette, wir setzen Nummern drauf. Herr Kochler, Sie sind kräftig mit dabei heute. Ja, natürlich. Die Aktion ist ja nicht nur lobens- und begrüßenswert, die geht ja auch auf gemeinsame Arbeit zurück. Es ist jedenfalls ein Thema, das Land auf und ab bewegt. 6 Milliarden Euro sind schon weg. Ja? 6 Milliarden sind weg. Und ich fürchte, dass von dieser 19-Milliarden-Summe, die hier die Aktion geleitet hat, die Hälfte auch weg sein wird. Das heißt, wir landen aus dieser Überlegung schon bei 15, 16 Milliarden Euro Gesamtschaden. Das ist die sechstgrößte Stadt Österreichs, die das Hypervolumen hat. Die ist dem Wert nach vernichtet worden. Das soll diese Aktion symbolisieren. Genau deshalb gehen wir jetzt zum Parlament. Ich glaube, dass die Medien in dem Fall Hypo, diesmal richtig mitgespielt haben. Das ist deshalb beachtlich, weil die Medien in Österreich sehr von den Banken abhängig sind, mehr als anderswo. Lukas, du studierst an der TU Wien, du hast Hypotopia mitgebaut, du hast den Protestmarsch heute mitorganisiert. Warum macht sie das? Um auf einen Skandal aufmerksam zu machen, den Skandal von der Hypoalpe Adria, Notverstaatlichung. Und wir haben unsere Kraft gebündelt, unsere Energie und unsere Kreativität und haben versucht, einen Maßstab herzustellen für eine enorme Summe Geld, die verschwendet wurde. Es war uns sehr wichtig, dass die Leute durch die Stadt gehen und schöne Gefühle haben, aber auch beklemmende Gefühle haben und Vorträge hören, wo gute, konstruktive Ideen vorgetragen werden und sich die Leute mit Themen beschäftigen, mit denen wir uns in unserem Studium und in unserem Leben auch beschäftigen. Insgesamt war es ein irrsinnig toller Prozess und ein irrsinnig konstruktiver Protest. Leute, die sich ganz viel auch Gedanken machen über Stadt und über öffentlichen Raum. Wem gehört eigentlich die Stadt? Wer darf was machen und wer nicht? Ja? Und wir haben es geschafft, über Umwege dort 19 Tage eine Modellausstellung zu machen. Und es haben ganz viele Leute dort mitgeholfen, es haben ganz viele Leute sich engagiert, es haben Schulklassen Workshops gemacht, wir haben Vorträge gehalten im Brunnen, abseits vom Brunnen, und von der Politik waren ein paar Vertreterinnen und Vertreter der Oppositionsparteien da. Es war vorgestern unser Bundespräsident Heinz Fischer da, der auch nochmal die richtigen Worte gefunden hat, nämlich, dass das Ganze ein Riesenverbrechen ist und dass heutzutage solche Verbrechen mit Resignation hingenommen werden. Und unser Anspruch war, dass diese Resignation ein bisschen wieder sinkt und dass man sich wieder bewusst wird, um was es eigentlich geht. In der Wiener Innenstadt fanden letzte Woche mehrere kurdische Kundgebungen statt. Die Teilnehmerinnen dieser zeigten sich mit der umkämpften Stadt Kobane solidarisch. Wir waren bei einer dieser Veranstaltungen am Stephansplatz. Wir sind heute versammelt, weil seit 42 Tagen in Kobane, in Rojava, in Kurdistan Syrien und in Kurdistan Schengal, es gibt ein Massaker durch den ISIS. Und das denke ich, das ist eine wichtige Aufgabe der Menschheit, dass sich überall, egal wo die sind, dass sie gegen diese Massaker sie eine Stimme erheben. Ich war vor deiner Schingale, wie ich
Ja, kommen wir nun zu den Ankündigungen. Am nächsten Samstag, also am 8. November um 16 Uhr, laden wir euch zu unserem nächsten Stammtisch ins Ammerlinkhaus ein. Kekse, Kaffee und Tee inklusive. Der Weg zu unserem Raum wird ausgeschildert sein. Die HOSI, die Homosexuellen Initiative Wien, wird 35. Natürlich wird das kräftig gefeiert. Und zwar am Samstag ab 18 Uhr im Wappensaal des Wiener Rathauses. Wer noch nicht genug zum Lesen hat, dem sei die lange Nacht des politischen Buches empfohlen. Am Mittwoch, den 12. November ab 18 Uhr in der Libreria Utopia. Und vom 7. bis zum 9.11. finden die Anti-Knast-Tage statt. Gegen alle Formen der Kontrolle, der Einsperrung und der Autorität ist das Motto. Im Programm finden sich Diskussions- und Informationsveranstaltungen. Mehr Informationen gibt es unter www.antiknasttage2014.noblogs.org. Und der Fluchthilfeprozess geht weiter. In Wiener Neustadt stehen noch immer mehrere Personen aus dem Umfeld der Refugee-Proteste wegen Schlepperei-Vorwürfen vor Gericht. Solidarische Prozessbeobachtung ist erwünscht. Zum Unterschied zwischen Schlepperei und Fluchthilfe hat Radio Orange einen kurzen, aber sehr informativen Beitrag gemacht. Diesen findet ihr unter eingeblendetem Link. Und falls euch das noch nicht genug Veranstaltungen waren, schaut doch mal auf unsere neue Website. Wir haben jetzt nämlich auch einen Kalender. Und falls ihr selbst Veranstaltungen habt, die ihr gerne dort sehen möchtet, seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns zu schreiben. Am Sonntag, den 9. November, jähren sich bereits zum 76. Mal die Novemberpogrome des Jahres 1938. In dieser Nacht starben über 400 Menschen, 1400 Synagogen, Gebets- und Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte wurden verwüstet. Und das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.